Es fühlt sich besser an, mit schon ein paar Erfolgserlebnisse zu haben, aber hat natürlich mit diesem Champions League-Spiel überhaupt nichts zu tun. Und wir werden feststellen, dass es gleich nochmal in der Intensität nochmal draufgepackt wird. Ja, das ist einfach richtig, da wird richtig Alarm sein und ja, wir müssen parat sein. Wie gesagt, wir reisen mit einer ganz breiten Brust aus der Bundesliga an. Diesen Schwung wollen wir jetzt mitnehmen in die Champions League und dann wollen wir auch einen guten Start erwischen. Ein sehr guter Gegner in einer tollen Verfassung. Wir haben die Spiele gesehen, die ersten in der Liga haben alle gewonnen, eindrucksvoll gespielt. Hamsik in der Form seines Lebens, Callejon schon angekommen, Miguel angekommen, großes Talent mit Insigne in der Mannschaft. Also das ist wirklich richtig Qualität in der Offensive und da müssen wir aufpassen. Bei 6 Spielen ist sowieso kein klassischer, das ist keine Saison, das sind 6 Spiele, das ist wie ein Pokal, da musst du sowieso in jedem Spiel da sein und von daher wird es natürlich das Ganze etwas erleichtern, wenn wir morgen was holen. Ja, wer diese Gruppe als leichter als die letztes Jahr bezeichnet, hat eh wenig Ahnung vom Fußball, weil in der letzten Jahr hattest du ja zumindest das Gefühl, dass Ajax Amsterdam vielleicht ein bisschen weiter zurück ist. In dieser Gruppe hast du aber das Gefühl, dass jeder da vom ersten bis zum letzten Platz alles belegen kann und insofern ist das Minimum genauso schwere Gruppe wie letztes Jahr. Ja, das ist ja klar. Ja, so autistisch kannst du nicht veranlagt sein, dass du das nicht mitkriegst. Das war ja bei der Auslosung schon so. Das war die ganze Zeit so, dass wir jetzt in Europa natürlich uns einen Namen gemacht haben. Das wollen wir nicht größer machen, als es ist. Aber man kann es auch nicht kleinreden, weil es einfach so ist.